Herzlich willkommen und hallo bei Not Analog Show. Heute erzähle ich einmal von so einem Entzug, den ich machen habe müssen. Der war überhaupt nicht lustig. Als ich in Seefeld-Hechendorf gewohnt habe, bin ich zu Comdrops gegangen, habe einen Drogenberater dann gehabt, habe mit dem geredet, wollte halt aufhören immer wieder, wollte halt nicht schon wieder so richtig krass abstürzen, habe dann einen Arzt gekriegt in München. Und der hat mir das Kolinsaft verschrieben und Rohypnol und Tramal und was ihr halt haben wollt. Ich habe halt rumprobiert, bis ich mal richtige Substanz gefunden habe, dachte ich, habe ich so gesagt zu ihm. Und ja, der hat mir halt dann das ganze Zeug so verschrieben. Und da habe ich halt dann auch rumexperimentiert mit zum Beispiel eine Rohypnol, 2 Milligramm, und dazu habe ich dann Tramal genommen. Da noch einen Kaffee. Koffein und Alkohol, damit ich nicht einschlafe, damit ich halt wach bleibe. Ich mache halt nicht viel Alkohol, nicht so extrem, ein Bier nur. Und dann bin ich halt immer so im Dösen gewesen. Und habe angefangen zu träumen. Aber diese Träume sind so real und plastisch, die kriegst du so bewusst mit, dass alles zu spät ist. Also, bei mir waren es dann immer so Dinge wie, dass jemand da vor mir stand und mit mir geredet hat und der hat mir immer Vorwürfe gemacht, wie kannst du schon wieder so Tabletten durcheinander schmeißen, warum machst du das? Und es war halt immer eine Bezugsperson, mit der ich dann mehr zu tun hatte zu diesen Zeitpunkten. Und wenn ich dann geantwortet habe, dann habe ich echt in real geredet, bin ich wach worden davon. Die Augen aufgerissen und war bei mir zu Hause, statt mit demjenigen irgendwo auf dem Feldweg. Ich habe die Wärme der Sonne gespürt, ich habe die Vögel zwitschern hören, ich habe den Zug gehört, wie die Person mit mir spricht. Und als ich gesagt habe, also das ist, und bei dem also das ist, bin ich aufgewacht und war bei mir zu Hause im Winter auf dem Sofa und es war kalt. Weil ich ja, du warst immer ein bisschen fröstelig zu der Zeit. Und das ist auch meiner Freundin damals so ergangen, der Franzi. Wir lagen da im Bett, haben also halt vor uns so hingedöst. Ich habe das nicht so toll gefunden, deswegen habe ich das halt damit Tetramal ganz schnell wieder gelassen und habe halt dann, wenn dann nur Rohypnol oder Diazepam und Kurinsaft. Und ja, und plötzlich meckert sie voll laut los. So, hey, was ist denn? Und, ja, du hast doch mal gesagt. Ich so, nee, aber nicht. Ich lag hier gerade und habe überhaupt nicht gesprochen, weil ich halt gerade von jeder so gut und böse bin. Was geht denn ab? Und dann habe ich halt ihr das auch nicht mehr erlaubt. Ich habe gesagt, ey, das machst du nicht mehr in meiner Bude, weil mir das ankotzt. Und ich glaube, dass das in jedem passiert, der diese Kombination nimmt. Akustische Halluzinationen zu haben. Also Tagträume, die so krass echt real wirken, dass man denkt, das ist echt. Das ist, ja. Aber das ist halt, denke ich mal, durch die Verbotssituation und dem Ganzen drumherum, das ist halt eigentlich wirklich ein Frust einnehmen ist, weil ich habe die Medikamente und alles ja nur genommen zum Kodeinsaft dazu, weil ich nicht kiffen habe können. Ich habe ja Auflage gehabt wegen der Bewährung, nach der Therapie Bewährung gehabt mit der Auflage Urinkontrollen, und die kamen in so einem Abstand, dass ich aber keine Chance gehabt habe, wie Sachen zu konsumieren, die entweder vom Arzt verschrieben werden, die erlaubt sind, oder eben die nur kurzfristig drin sind und dann da unten drin nicht gefunden werden können. Also so harmlosere Substanzen wie Cannabis, gar keine Chance. Ja. Verschreibungspflichtige Medikamente oder harte Drogen. Ganz anders kam da für mich gar nicht in Frage, wenn ich weiter Drogen nehmen möchte oder muss, weil ich nicht mit dem Leben klarkomme. So sahen es zumindest damals auch anscheinend die Drogenberater und die Ärzte, weil sonst hat man seine Drogen in solchen Mengen verschrieben gekriegt. Ich habe mir ganze streifenweise Flunis eingefahren und bin dann ins Eastside zu einer damals was Hippie-Disco. Da haben sie halt so Hippie-Musik gespielt und das fand ich halt cool. Da drin kannst du dann einkiffen. Also bist raus, das ist da, wo war das? Wo ist denn der Platz? In der S-Bahn unten, das ist bestimmt halt immer noch ein Club.
hieß halt damals Eastside. Und dann war da an einem bestimmten Wochentag, war da der, ich glaube es Samstag oder Sonntag, war halt nachts oder abends so ein Hippie-Club drin. Und da war halt ich halt auch öfter. Wenn du früh genug da warst, musst du keinen Eintritt zahlen. Wenn du später kommst, hast du Getränke-Gutschein gekriegt für deinen Eintritt. Du hast eigentlich auch keinen Eintritt zahlen müssen. Ja, ich bin halt da oft drin gewesen, weil ich das schon cool fand. Bier saufen, draußen kiffen, ich habe Tabletten genommen und aufgrund dieser Tabletten keine Hemmungen und gar nichts. War schon immer coole Partys da, war richtig schön, hat mir Spaß gemacht. Bis auf einmal, wo mich eine auf der Tanzfläche plötzlich anspringt, eine Zunge in den Hals schiebt und mich an meine Dreadlocks hält und festhält und zerrt und sagt, hey, du bist jetzt mein Freund, die durchgeknallte Alte. Ah, das war echt wirklich hart. Ich lag da auf dem Boden, die lag auf mir drauf, schiebt die Zunge rein und dann hat es mir halt kommen vor die Tür und sagt sie zu mir, ja, warum hast du mich dann geküsst? Wie spitzt du? Du hast mich gerade überfallen. Du hast mir deine Zunge in den Hals geschoben. Du bist zwar ganz so hübsch, aber ein paar Schaden hast du gewaltigen. Deswegen wird das nichts und wollte dann wieder rein. Und der Türsteher steht dann da und sagt, ja, ich kann es jetzt nicht beurteilen, wer von euch beiden den Ärger macht. Dann sage ich zu ihm, ja, pass auf, Alter. Sie behauptet, ich würde Drogen verkaufen. Kannst mich da suchen, da drin ist meine Jacke, doch such alles, ob du irgendwo Drogen findest. Da drin sitzt mein Kumpel, der mit dem Gips, das ist mein Späßle, das ist daneben ist ein Bier, das ist mein Bier und ich lasse hier richtig viel Geld. Jeden Sonntag bin ich da, du hast mich schon oft genug gesehen. Und sie hier hat mich gerade angefallen, da drin in der Tanzfläche. Dann kommt einer raus, ja, habe ich gesehen, sie hatten gerade angesprungen. Dann war die Sache gegessen, ich durfte dann und sie nicht mehr. Aber es war eine creepy Geschichte. Und das war eine halt von der Gisela Straße, die wahrscheinlich geschnallt hat, dass ich auch aufs anderes bin, weil eine Woche davor haben wir mit ihr gekifft draußen und da hat der Enz ihr irgendwelche Geschichten erzählt, von wegen, ich wäre ein Dealer. Wahrscheinlich hat er gemeint, wir können da Nummer schieben oder sowas. Aber zu dem Zeitpunkt war ich gar kein Dealer mehr. Ich habe nur geschaut, dass ich Tabletten für mich habe, dass ich einen Saft für mich habe oder dass ich irgendwas für mich habe. Ich konnte davon nichts abgeben. Das hat gerade einmal gereicht, meistens. Weil ich halt schon große Mengen immer anpfiffen habe. Und mein Versagen, ich habe Therapie schließlich gemacht und bin rückfällig geworden gewesen. Das war ein Versagen in meinen Augen. Das musste ich erst einmal irgendwie wieder klarkommen. München war ja oder ist ja auch heute noch eine Leistungsstadt. Da musst du Leistung bringen oder du gehst unter die Räder. Ja. Und ich bin halt unter die Räder gekommen. Manche werden obdachlos und fangen das Saufen an, die anderen fangen das Junken an. Ja. Falls euch gefällt, was ich erzähle, Daumen hoch, falls nicht, Daumen runter, aber dann in die Kommentare gucken. Bis dann. Peace out.